Da gibt es ein Schwungkonzept, das du unbedingt kennen solltest. Und zwar wirst du mit diesem Konzept die Bälle wesentlich besser treffen, weil du den Boden konstanter treffen wirst, weil du den Schaft mehr nach links geneigt haben wirst im Treffmoment. Du wirst aufhören zum Löffeln. Dein Schwungpfad wird stabiler, die Schlagfläche wird kontrollierter und das Allerbeste ist, du bekommst wesentlich mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit. Das musst du dir jetzt anschauen. Bleib dran. Falls wir uns das erste Mal sehen, mein Name ist Christoph Bausig und ich bin PGA Professional im Golfclub Linz St. Florian in Österreich. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn du das möchtest, würde ich dich bitten, hier unten meinen Kanal zu abonnieren und die Notifikationsglocke anzuklicken. Das ist ganz, ganz wichtig, damit wir uns in Zukunft nicht mehr versäumen. Dieses Schwungkonzept, von dem ich spreche, heißt parametrische Acceleration. Und dieses wird von allen Pros angewandt und von sehr wenig Amateuren. Ich möchte dir jetzt zeigen, worum es hier geht. Und zwar kannst du dir das laienhaft so vorstellen. Ein Golfer hat hier oben die Hände und bewegt den Schläger so. Das heißt, der Schlägerkopf pendelt von hier nach hier. Das ist das, was ich glaube ich auch die meisten Hobbygolfer vorstellen im Golfschwung. Das Problem an der Sache ist, dass ich hier auf diesem Kreis hier nur eine ganz kurze Stelle habe, wo ich den Boden treffe und der Schlägerkopf geht sofort wieder hoch. Das heißt, wenn der Ball nicht perfekt liegt, genau dort, wo ich diesen tiefsten Punkt habe, dann werde ich anfangen, den Boden vorher zu treffen oder den Boden zu spät zu treffen. Ich würde anfangen, Tops zu schlagen, fette Bälle, also alles, was nicht gut ist, weil eben der tiefste Punkt hier unten so kurz ist. Bei der parametrischen Acceleration ist das anders. Das ist übrigens ein Konzept, das ich kenne von einem Biomechaniker namens Sascha McKenzie und auch Chris Como hat, glaube ich, an diesem Modell mitgearbeitet oder von dem kommt es zumindest. Zumindest habe ich es dort das erste Mal gehört. Und dort ist die Idee folgende. Man sagt, es gibt einen Schwerpunkt des Schlägers und der ist ungefähr hier, wo man balancieren kann. Das Center of Mass des Schlägers. Und da gibt es eine Kraftrichtung des Griffes. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel den Schläger jetzt hin und her schwinge und jetzt beginne das Griffende hinaufzuziehen, ja, dann hast du gesehen, dass der Schlägerkopf beschleunigt hat. Ich mache das noch einmal. Ich ziehe jetzt am Griffende dran und es wird schneller. Ich glaube, das sieht man sehr deutlich. Was ist passiert? Die Kraft ging hinauf und der Schläger möchte die Kraftrichtung des Griffes folgen. Also die Richtung, die er gezogen wird. Und dadurch entsteht eine Beschleunigung. Das hilft bei der Produktion der Schlägerkopfgeschwindigkeit. Das machen eben diese Golfer, diese richtigen Longhitter wie Bryson DeChambeau, wie Dustin Johnson. Das ist etwas, was wirklich alle guten Golfer machen. Und das sehen wir uns jetzt eben noch genauer an. Worum es hier wirklich geht, ist folgendes. Und zwar haben die Profigolfer den tiefsten Punkt ihrer Hände, den sogenannten Handpfad, ungefähr gegenüber des rechten Oberschenkels im Abschwung. Ein wenig überhalb der Kniescheibe. Ab diesem Moment ist es so, dass die Pros den Handpfad rauf bewegen in diese Richtung. Also rauf in diese Richtung. Das heißt, jetzt ziehen sie am Griffende dran und der Center of Mass des Schlägers möchte sich quasi mit der Kraftrichtung vereinen und das erzeugt eben die Geschwindigkeit. Das heißt, die Hände gehen rauf und der Schlägerkopf klappt hinunter. Und das geht sich dann eben wunderschön aus, dass man hier auf der richtigen Stelle ankommt. Okay, das ist das Prinzip der parametrischen Acceleration. Aber warum hilft mir das, den Ball besser zu treffen? Nun, du musst dir das jetzt mal anschauen. Wenn der Schläger jetzt so kommt, hier hat er seine tiefste Stelle und jetzt ziehst du ihn rauf und der Schläger geht runter, dann siehst du, dass du hier eine sehr lange Phase hast, wo der Schläger flach entlang geht. Einen sogenannten 3D-Flatspot, einen 3D-Flatspot, wie man im Englischen sagt. Und das hilft mir quasi, ein wenig unabhängiger davon zu sein, wo die Ballposition liegt. Ich kann quasi hier viele Bälle auf dieser Linie hier bürsten und habe nicht diesen kurzen Moment, wo ich dann quasi nur ganz schnell den Boden so treffe. Das heißt, das ist einer der Hauptgründe, warum man hier wesentlich bessere, solidere Ballkontakte hat, einfach weil der Schläger länger am Boden ist. Und weil die Pros hier auch noch zusätzlich die Arme strecken und mit den Ellbögen enger werden, das ist auch dann der Grund, warum auch der Schlägerkopf länger unten bleibt. Das heißt, wir bekommen diese lange, flache Phase. Die hilft mir eben, den Kontakt besser zu haben. Aber nicht nur das, sie hilft mir auch, den Schaft weiter nach links geneigt zu haben. Du kannst dir vorstellen, wenn ich jetzt hier mit den Händen beim rechten Oberschenkel bin und jetzt die Hände rauf bewege, ist es jetzt sehr schwierig, den Schaft nicht mit einer Vorwärtsneigung zum Ball zu bekommen. Es ist fast nicht möglich, dass ich das mache, weil du siehst, wenn ich das mache, bin ich mit den Händen unten geblieben. In dem Moment, wo ich das hier raufziehe,
habe ich Schaftneigung. Und das hilft mir auch, den Loft des Schlägerkopfes zu reduzieren. Dadurch bekomme ich weniger dynamischen Loft. Und mit diesem ausgeflachten Eintreffwinkel bekomme ich dann eine sehr, sehr gute Kompression und kann den Ball optimal weit schlagen. So, wie hilft mir die parametrische Acceleration noch? Du kennst ja sicherlich das Bild von vielen Videos, wo man mit Chicken Wings, wo man mit diesen gelöffelten Positionen zum Ball kommt, wo der Schlägerkopf quasi näher zum Körper kommt, anstatt weiter weg. Und das ist eigentlich fast nicht mehr möglich. Sobald ich jetzt hier die Hände auf der tiefsten Stelle habe und das Griffende hochziehe, jetzt strafft sich auch das Handgelenk und ich bekomme jetzt hier auch nicht diesen, diesen Flip, wie man sagt. Das heißt, in dem Moment, wo du jetzt beginnst, dich zu strecken und dich hinauf zu bewegen, dann bekommst du eben parametrische Acceleration, dann wird das Handgelenk stabil und du kannst auch vorstellen, dass die Schlagfläche dadurch nicht mehr so nervös ist. Ich bekomme auch diese Verdrehungen nicht, weil die meisten Verdrehungen bekommt man ja deswegen im Golf, weil man irgendwie so zum Ball kommt. Wenn ich jetzt das hier mache, siehst du, dass die Schlagfläche sehr, sehr stabil durch den Ball durchgeht. Ich brauche nicht irgendwie anfangen, da irgendwas herumzuschließen. Also mega Vorteile, hilft dir wahnsinnig bei der Schlagflächenkontrolle, bei der Geschwindigkeit, beim Kontakt, bei der Vorwärtsneigung. Aber sie hilft dir noch bei noch etwas. Und zwar, wenn du das jetzt auch so machst, dass die Hände nicht nur raufgehen, sondern auch ein bisschen hinein hier, also nach links, also in die Richtung, dann siehst du auch, dass der Schlägerpfad hier auch wesentlich neutraler ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Hände unten lassen würde und in die Richtung bewegen würde, dann bekomme ich dieses hier. Oder man kann auch das hier bekommen, aber man bekommt keinen schönen Kontakt. In dem Moment, wo du hier bist, die Hände rauf und nach links bewegst, kommt der Schlägerkopf in diese Richtung hier. Ich bekomme einen wunderschönen, neutralen Schwungpfad, leicht von innen am besten und kann so knackige Schläge machen. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, verwende ich dieses Konzept nur beim Eisen oder nur beim Driver oder beim Färbeholz? Das bitte ist ein allgemeines Schwungkonzept. Das ist Golf. So spielt man Golf. Ich würde sogar sagen, das ist auch der Grund, warum die Profis so viel drehen im Durchschwung. Aber dazu komme ich ein wenig später. Aber auf alle Fälle möchte ich, dass du verstehst, dass das der Weg zu einem konstanten, guten Golfschwung ist. Das und eigentlich nichts anderes. So, und jetzt kommt die Frage sicherlich auf, wie lerne ich das oder wie kann ich das versuchen, dass ich das auch hinbringe, ich als Hobbygolfer. Am besten machst du einfach genau das, was ich gesagt habe. Ich würde das vorschlagen, dass du dich als erstes mal hinstellst in einer Ansprechposition, einfach mal aufschwingst und einfach mal so abschwingst, dass die Hände hier ungefähr gegenüber des rechten Oberschenkels sind und ein wenig überhalb der Kniescheibe. Wenn du jetzt hier bist, kannst du jetzt überprüfen, ob du richtig bist, indem du einfach jetzt das Handgelenk loslässt. Und wenn du jetzt wie ich hier da in den Boden reinschlagst, also viel zu weit vorher, dann weißt du, dass du mit den Händen tief genug bist. Wenn du jetzt hier wärst und du machst das, dann geht sich das nicht aus, dann würdest du hier löffeln müssen, dass du zum Ball kommst. Das heißt, du schwingst doch mal hier, dass das einfach hier gegenüber ist, knapp überhalb des Knies und testest einmal. Und wenn du das Gefühl hast, das passt, dann möchte ich, dass du jetzt sofort versuchst, die Hände rauf und nach links zu ziehen. Rauf und nach links und erlaubst dabei, dass der Schläger runtergeht über die Handgelenke. Das heißt, du bist hier, gehst rauf und retour und jetzt kommst du hierher. Und dann siehst du, wenn du das richtig gemacht hast, dass ich jetzt in einer komplett gestreckten Position bin mit den Armen. Ich bin mit dem Körper nach rechts geneigt, also in dieser Position. Ich habe meinen Oberkörper zurückgestreckt und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Und das ist auch der Grund, warum die Pros so viel gedreht sind im Treffmoment. Ich bin mit dem Oberkörper nach links rotiert und die linke Schulter geht rauf und retour. Das heißt, noch einmal, du gehst hierher. Hat auch den Vorteil, wenn du hier bei Schaftparallel bist, dass du jetzt auch nicht zu früh das gemacht hast. Das heißt, du bekommst auch ein gutes Gefühl, wo die Hände sind im Raum. Machst es ein paar Mal, entwinkelst ganz kurz als Test und versuchst dann quasi dich zu strecken und die linke Schulter rauf und retour zu bewegen. Also ich würde sagen, das ist vielleicht der beste Gedanke, um es zu lernen. Hierher und die linke Schulter rauf und retour. Wie kann ich es falsch machen? Ganz einfach, du bräuchtest jetzt nur hergehen,
die Hände hierher bewegen und damit ein Chicken Wing das lösen. Das wäre auch eine parametrische Akzeleration, aber das ist nicht dasselbe. Das ist wieder ein kraftloser Schlag. Also die Regel ist, du musst die Hände in eine Streckung bewegen und nicht in eine Beugung. Und wenn du das dann gut kannst, würde ich dir vorschlagen, dass du dann einfach ein paar kleine Bälle schlagst, gar nicht so mit so vollen Schwüngen, einfach vielleicht bis hierher, daher und dann raufziehst. Und dann schaut das dann ungefähr so aus, hierher. So, dieser Ball ist jetzt vielleicht 40, 50 Meter weit gegangen. Ich verwende hier ein Eisen 6, also er wird nicht sehr weit fliegen. Aber ich habe zumindest das gefühlt, was ich machen möchte. Ich habe die Idee gehabt, ich habe am Schluss das Gefühl gehabt, die linke Schulter war wirklich tief hinten und oben. Ich habe erlaubt, dass mein Oberkörper aufsteht, dass er sich streckt. Und das ist wirklich etwas, was du dir unbedingt anschauen solltest. Wenn du das kannst, machst du das dann etwas schneller hier. Und dann kannst du dich eben dann herumspielen, mit noch schneller raufziehen und noch mehr zurück, bis du halt wirklich zu einer schönen Schlägerkopfgeschwindigkeit kommst. Jetzt mache ich es ein bisschen schneller. Da habe ich letztens ein Video gedreht mit einer ganz tollen Übung, die diese parametrische Akzeleration bereits beinhaltet. Der Mic Drop Drill ist meine absolute Lieblingsübung und hat vielen meiner Schüler geholfen, ihr Golf maßgeblich zu verbessern. Und ich würde dich bitten, dass du jetzt sofort dieses Video anschaust, weil das ist jetzt die perfekte Ergänzung.